Dank, Herr Präsident, meine geschätzten Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, auch an Sie. Wir haben gerade vorhin gehört, Herr Dörr als Fraktionsvorsitzender hat den Antrag der AfD-Fraktion eingebracht. Vorweg, auch das hat er aufgenommen in seiner Begründung, ich habe es heute Morgen auch schon mal gesagt, wir haben vor knapp 3 Wochen hier im Hohen Haus die gesetzliche Grundlage dafür geschaffen, dass die Betreute in allen Angelegenheiten sowie die Straftäter, die wegen Schuldunfähigkeit in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht sind, an der Europawahl wie auch an der Kommunalwahl 2019 am 26. Mai teilnehmen können. Wir haben ein Antragsverfahren, auch das ist richtig auf den Weg gebracht, und das ist in Form eines gesetzlichen Verfahrens erfolgt. Wir haben hier, es waren beide Entscheidungen oder die Entscheidung von uns, die Grundlage waren die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, einmal im Januar genauso wie im April. Wir haben ein Gesetz auf den Weg gebracht, in erster und in zweiter Lesung bei diesem Termin. Das war für uns ein ambitioniertes Verfahren, in dem Sinne, weil wir terminisch, die Herausforderung ist bei Ihnen auch angeklungen, es ging darum, dass Anträge gestellt werden können, dass die Wählerverzeichnisse entsprechend abgeändert werden können, damit die Teilnahme an den Wahlen möglich ist. Und, ich sagte es bereits, im Rahmen eines Gesetzgebungsverfahrens, erste und zweite Lesung. Wir haben hier mit dem Wahlrecht zu tun. Auch der Antrag, den Sie hier formulieren, geht in die Ausprägung des Wahlrechts hinein. Und das Wahlrecht ist, ich denke, das ist uns allen bekannt, Teil des Staatsrechts, dazu gehören Staatsorganisationsrecht, das ist Wahlrecht, ist ein Bestandteil dessen. Das Staatsrecht ist ein Teil des öffentlichen Rechts, es regelt die Organisation des Staates, die Zusammensetzung der entsprechenden Befugnisse der Staatsorgane, das Verhältnis von Staat zu den natürlichen Personen und zu den juristischen Personen, genauso wie das Verhältnis der Staaten untereinander. Und das Wahlrecht, meine Damen und Herren, ist bei uns Gesetz. Und von daher sind alle Änderungen, die das Wahlrecht betreffen, auf Grundlage eines Gesetzes zu erarbeiten und zu erlassen und nicht auf Grundlage eines und dann noch dazu unbestimmten Antrags an der Stelle. Sie machen ja noch nicht mal Ihren Antrag einen dahingehend, dass der Landtag beschließen soll, dass ein Gesetz auf den Weg gebracht wird. Nein, Sie negieren das vollkommen. Sie sprechen von einer Prüfung dieser Wahlfähigkeit. Auch dieser Begriff ist eine Frage, Sie sprechen von einer Gruppe von qualifizierten Wahlbetreuern. Sie machen keinerlei Aussage dazu, wann ist ein solcher Wahlbetreuer überhaupt qualifiziert? Welche Qualifikationen soll er mitbringen? Wie soll diese Gruppe aussehen? Wie soll sie miteinander arbeiten? Soll es eine Kommission sein oder sonst was? Also derart unbestimmt. Und dann, wo ich sagen, das ist für mich so ein bisschen i-Tüpfelchen, sagen Sie dann noch im Vorfeld sicherstellen. Auch diese Begrifflichkeit ist für mich und meine Fraktion, ich denke für uns alle hier im Zusammenhang mit Wahlrecht, ein Ding der Unmöglichkeit. Das zum einen. Es erscheint mir 10 Tage, der Kollege Paulun hat heute Morgen 11 gesagt, da streite ich mich nicht drüber, kommt drauf an, wie man zählt, zählt man bis zum Samstag, bis zum Sonntag. In dieser knappen Zeit vor der Wahl wollen Sie noch mal diese hier einen Impuls, einen Input geben im Hinblick auf Wahlrecht, Ausgestaltung. Ich brauche da noch nicht mal heranzuziehen, die viel bekannte Venedig-Kommission, die wir alle erlebt haben in den Fragen, auch immer noch mal in der Begründung mit dabei wird, ausdrücklich darauf abgestellt wird, dass eigentlich Wahlrechtsänderungen 1 Jahr vor einem Wahltermin erfolgen sollen. Es geht Ihnen in dieser Stelle ganz allein um Effekte. Sie sind an keiner, nicht eine Sekunde lang daran wirklich interessiert, konstruktive parlamentarische Arbeit für die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes zu machen. Und das ist für mich das Allerschlimmste, weil dafür sind wir nicht gewählt. Wir haben, auch das hatte ich in der Aussprache, in der Gesetzgebungsverfahren vor knapp 3 Wochen angesprochen, wir haben ja im Bundestag eine erste Lesung einer Wahlrechtsänderung gehabt. Man hat sich dort ganz bewusst gegen typisierende Wahlrechtsausschlüsse
ja, die es ja vorher auch schon gab, entschieden. Die wäre nach dem Verfassungsgerichtsurteil aus dem Januar durchaus zulässig. Aber man hat sich in der Entwicklung des Gesetzentwurfs dagegen entschieden. Und die Begründung ist, die Abgrenzung wäre in diesem Fall sehr, sehr schwer geworden, das entsprechend gesetzlich zu regeln, zu formulieren. Und das, finde ich, ist nachvollziehbar. Von daher begrüße ich auch, dass man sich davon distanziert hat. Im Vorfeld dieses Gesetzgebungsentwurfs, letztendlich in der Erarbeitung, hat man durchaus eine individuelle, anlassbezogene Überprüfung der Assistenzfähigkeit durch Betreuungsgerichte diskutiert. Dazu muss man aber sagen, dass dieses Verfahren einen wahnsinnig hohen Aufwand bedeuten würde, der auch meines Erachtens dann auch nicht mehr verhältnismäßig ist an der Stelle. Ich denke, und was wichtig war, man hat hier immerhin an Betreuungsgerichte gedacht, das haben Sie ja auch nicht aufgenommen an Ihrer Stelle, weil auch das nochmal wiederholen zum letzten Mal, gerade die saarländischen Betreuungsgerichte und die Richter und die Richterinnen gehen mit unserem Betreuungsrecht sehr vorsichtig und engmaschig um, machen sich Gedanken darum, weil gerade das Wahlrecht wegzunehmen einem Menschen eine ganz hohe Hürde ist, eine Riesenentscheidung. Und deshalb, glaube ich, muss man das an der Stelle auch noch mal sagen. Ist es auch richtig, wenn überhaupt, wir haben das, das ist gesetzlich auch festgelegt, dass dafür die Betreuungsgerichte zuständig sind, die diese Aufgabe vornehmen, überhaupt zu entscheiden, wann ein Mensch unter Betreuung gestellt werden soll. Vielleicht hilft es Ihnen, wenn ich Ihnen dann auch die Bundestagsdrucksache vielleicht mal zitiere. Ich weiß nicht, ob Sie gelesen haben, weil ich denke, das ist ganz wichtig. Wenn dort Änderungen, ganz wichtige Ausführungen sind, zum Beispiel im neuen Paragraph 14 Absatz 4, ich zitiere, eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig. Das ist festgeschrieben. Es wird auch im folgenden Absatz 5 wird dieses Assistenzverfahren festgelegt. Ich lese auch das zitiere ich, Absatz 5, ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von Wahlberechtigten selbst getroffenen, ungeäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt. Die selbstbestimmte Willensbindung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Ich denke, das sind ganz deutliche Aufgaben. Hier werden die Grenzen einer assistierten Wahlentscheidung geregelt und im Folgenden wird auch nochmal der Paragraph 107a Strafgesetzbuch konkretisiert, indem nochmal sichergestellt ist, dass die Geltung dieser Regelung letztendlich sichergestellt ist. Denn, meine Damen und Herren, das gilt heute, wie es auch in Zukunft gelten wird, Wahlfälschung ist und bleibt strafbar. Und dafür gibt es dieses Gesetzgebungsverfahren. Ich sagte es bereits vor 3 Wochen auch, ich bin gespannt auf das Anhörungsverfahren, das eigentliche Gesetzgebungsverfahren. Ich denke, es ist eine gute Grundlage, es sind gute Vorgaben erarbeitet worden, wie wir mit dieser Fragestellung in Zukunft umgehen können, weil das ist sicher, wenn es bundesgesetzlich andere Regelungen gibt, ist es an uns hier im Saarland entsprechend die Wahlgesetze, sprich Kommunal- und auch Landtagswahlgesetz zu ändern, damit auch wir vollziehen, dass dort im größtmöglichen Umfang letztendlich garantiert ist, dass die Wahl stattfinden kann. Das heißt, dass die Personen weiterhin wählen können. Vielen Dank.